den Standort des Biogefahrgutbehälters finden. So. So. Auf meine eine erfolgreiche Runde. So eine scheiß Runde da, die ich mal gerne gewinnen würde. Klopf. Hab ich die Garage. Das kann echt nicht sein, wo der Typ da vorhin stand. Ich muss mir die Aufnahme dann nochmal anschauen. Ja, ja, der stand quasi ein bisschen Treppe hoch und der stand vor dir und wartet. Ja, aber hast du ihn nur gesehen? Mhm. Also auf dem Finalvideo hab ich ihn gesehen. Ja, super, aber davor nicht. Du hast ja auch mal eine Kameraperspektive gehabt, oder? Nein, hab ich nicht. Ich hab die Drohne, ich kann die Drohnen durchschalten, die irgendwo stehen. Ja, super. Also ich, sonst hätte ich ja natürlich gesagt, weil dann, wo der steht. Ich hab dir ja gesagt, der Eider, der da rumgespaziert ist. Aber den Typen, den ich dann letztendlich erschossen habe, hab ich nicht gesehen. Ah, wir haben alles gefunden. Bald. Nachladen! Der, wieso schießen die schon wieder auf irgendwas? Schießen einfach nur wild drauf los, dass sie denken, wir kommen von da oder so. Ja, es ist. Hast du schon was da drin? Nö, nö. Der Stacheldraht ist tot. Woo, Headshot! Was? Also das ist Gegner. Sichern. Gegner. Wechsle Magazine. Hilfe, Hilfe. Wird leider ein bisschen angeschossen gerade. Die Frage ist, woher? Oh, wir haben gewonnen. Gute Arbeit. Der Biogefahrgutbehälter ist gesichert. Auch so ein Camper. Ich warte euch in der Ecke. Die Waffe aber so sehr, ist ja bestimmt ein bisschen höher levelig. Naja, weil Waffen vererben kostet, glaube ich, ein Vermögen oder so. Hm. Naja, zumindest mal. Ja, zumindest haben wir eine Runde gewonnen. Ja, ich würde gerne mal ein komplettes Spiel. Jetzt würde ich ein komplettes Spiel aber auch gewinnen. Jetzt will man sich immer so ein bisschen steigern. Ja, jetzt steht es 1-1, also haben wir noch zwei Runden zu gewinnen. Mhm. Schauen wir mal. Den Raum sichern. Wir müssen den Biogefahrgutbehälter schützen. Wie wir Verteidiger, wa? Jo. Mist, die kann sich nicht wirklich verschanzen. Ja. Hat auch geht. Die Gegner haben den Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Die sind schon wieder dran. Einer ist raus von uns. Wir sind also noch zu viert. Neue Übertragung. Fuck. Kartone, ja. Hab sie. Die hier drin war? Naja, hier ist gerade eine durch Küchenfenster durch. Die habe ich gerade abgeschossen. Ja, hier ist doch eine. Au! Es bleibt. Das war das jetzt. Alter, was soll denn die Rotze? Die Drohne der Gegner hat die. Das habe ich nicht erkannt. Ich habe dich erkannt. Scheiße, 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 mich hat erwischt. Sprengladung ist platziert. Die sind nicht drin, das sind unsere. Ich wollte gerade sagen, das sind unsere Leute. Warum erschießen die alles jetzt? Was soll denn die Scheiße? Ich wurde vor dem eigenen Mann weggeschossen gerade. Ich stand mit zwei Mann vor mir. Rauswerfen, abstimmen. Und tschüss. Rauswerfen, abstimmen. Schon getan. So ein Arschkriecher, Alter. Vollpfosten, ja. Weißt du, die denken sich auch bestimmt. Ja, das könnte nicht sein. Die sind nicht rein, oder? Nein, das waren unsere. Ich glaube auch, dass das unsere waren. So ein Vollidiot. Ich hoffe, dass er raus ist jetzt. Ja, das ist Sorcerer. Kick ihn gleich nochmal. Der Sorcerer war das auf jeden Fall. Der hat zumindest mich weggeschossen. Ja, der ist raus, Gott sei Dank. Was soll denn die Scheiße? Das ist genau das, was er gelegentlich aufregt. Solche Penner, weißt du? Die dann das eigene Team stellen, im eigenen Team schaden, ja. Ja. Dann. Ja, es waren ja zwei Mann, die vor mir standen. Ich stand ja noch und da dachte ich mir, so schnell kann doch nicht die Feinde drin sein. Nee, nee, war ja auch nicht. Sonst hätte ich mich ja noch schneller versucht zu wehren.
Also das ist schon irgendwo. Ach, Mann. Naja, schauen wir mal. 4 gegen 5, vielleicht schaffen wir es. Der Biogefahrgutbehälter muss jetzt lokalisiert werden. Kann mich ich weiß, wo sie sind, weil ich habe nämlich schon Störsender vor meiner Nase. Hier durch den Haupteingang komme ich nicht rein, weil Störsender da ist. Lokalisiert. Ach, da ist eine Seitentür. Haha, wie doof. Super. 10 Sekunden bis 1. Guck mal. Ich weiß auch, da stehen sie nämlich alle. 5 Sekunden. Also mindestens 4. Keine Ahnung, ich seh's nicht. Ich hab sie gesehen. Aber ich hab das Gelman, der sagt, wir keine Feinde entdeckt, aber die waren alle mit 4 Mann. Wenn du durch den Haupteingang gehst, gehst du dann rechts irgendwo durch. Dann hast du sie. Alle. Ah, ich klopf mal an die Tür. Klopf mal an die Tür. Naja, bitte. Naja, der hat auch gegen die Tür geklopft. Ja. Komm ich jetzt natürlich hier. Ja, hinterm Sofa ist irgendwo einer. Ja. Shit. Einer ich hätte auch erledigt. Ich wollte mich mal rein aus dem Sofa rausholen. Boah, alter Schwede, ey. Einer. Und ich Idiot rein, ich stelle mich genau dahinter noch. Ja, ja, genau, rechts von dem Sofa stand der. Ich sehe halt nur die. Super! Eigener Trupp neutralisiert. War. Scheiße. Ah, wir sterben natürlich mit 3 Mann an dem gleichen Punkt ungefähr. Ja, da geht die Treppe runter und. Ey, das hätte alles nicht sein müssen, wenn uns vorhin der Typ dann nicht verraten hätte. Ja. Stimmt wohl, dann hätten wir noch eine Runde gehabt. Ja. Viel an Erfahrungspunkten. Ich bin noch jetzt 1000, dann habe ich bei Level 8, aber. Oh, wei. Wie gesagt, das Spiel ist echt ein cooles Spiel, aber bei solchen Leuten, dann, da hast du auch echt keinen Bock mehr. Nee, wenn ich ehrlich bin, das ist dann auch irgendwo relativ scheiße, also. Keine Ahnung. Da sollen sie GTA spielen gehen oder so. Und sie dann meinen, die auch Leute wegschießen zu müssen. Es muss nicht in sein, in einem Multiplayer oder im Team-Multiplayer. Dann sollen sie Einzelspieler machen. Ja. Ach ja, das ist genau das, was ich da mal vorhin angesprochen habe. Wenn einen so einen Spaß hier hast, der meint, könnt ihr mal alle wegschießen. Super, ja, Spaß an der Freude. Ja, ja, super. Das ist nervig einfach nur. Ach, jetzt dauert es natürlich wieder, bis wir was finden. Ja. Mit 400 Punkte kann ich zumindest mal wieder links und links freischalten. Ich werde aber auch wieder einen Verteidiger freischalten. Dann habe ich mich jeweils 3. Also, ich habe wieder 5000 Punkte, 5006 Punkte, aber die werde ich noch ein bisschen sparen, weil mittlerweile habe ich halt überall die höchsten und die kosten halt auch dementsprechend. Hm. Natürlich keinen. Sind wir schon wieder über der Wartezeit drüber? Ja, gut. Hm. Ach ja, und wie geht's dir so? Hey, ich habe Abonnenten mehr. Ich bin jetzt wieder ein hoch. Super. Ja, ich habe einen Dani fast. Was hast du? Ich habe einen Dani fast eingeholt. 606 Abonnenten hinter ihm. Ja, ich muss morgen auch noch mal ein bisschen was tun. Ich muss morgen ein bisschen Division noch weiter. Ein Charter weitermachen. Ja, und ich muss auch noch ein Geheimprojekt machen. Mittwoch oder Donnerstag läuft die nächste Folge aus und dann. Wieso bist du rausgefahren, vorgesagt? Das, ich wollte gerade sagen, was ist los? Ja, da sind aber wieder 3 auch mit Headsets drin. Ja, die müssen wir gleich mal deaktivieren.
Ja, ich werde mal gerade rausmachen. Ich konnte nicht mehr. Ein echter Let's Player hat ein Headset an. Ruhe jetzt. Ich hört jetzt gerade nicht, wenn ich ehrlich bin. Ich hab so leise. Sehen, sing mit. Das ist ein Deutscher. Ja, ja, no. Aber der. Was ich denke? So, kann ich ihn nachträglich noch? Kann ich ihn nachträglich noch eben kurz. Bis man nachher im Spiel. God knows. Option. Ich hab gedacht, das Pokémon-Lied. Nein. Oh ja, aktiv. Noch schlimmer. Das ist Madeleine Friedrich. Also, ich kein Problem mit, wenn die Leute sind. Na nein. Gut, ist dann. Nein, ich krieg sie gerade nicht. Doch, Chat Lautstärke, da unten ist es. Ja, warte. Ich ziehe sie jetzt gerade mal komplett runter, dass ich sie mal raus. Okay. Du kannst, wenn du dann über Option gehst, Audio, dann kannst du unten Chat Lautstärke komplett runterziehen. Ja, ich schalte jetzt schon stumm. Ja, ich hab gerade. Und. Athlet Lied. Ja, das hab ich jetzt gerade nicht getan, aber das passt. Stumm schalten. So. Und stumm. Nicht ins Menü. Stumm schalten. Die Sache, ich hab einfach komplett den Chat aus. Die Gegner haben Chat ausgeschaltet. Ach, das ist ja noch. Drohnen. Dann stell ich mich wieder hier hinten hin. Ich fürchte aber, die sollten mal rechts den Eingang zumachen. Das wäre natürlich sehr sinnvoll. Es bleiben noch 10 Sekunden. Die Gegner haben eine Bombe entdeckt. Zum Angriff bereit machen. 5 Sekunden. Die Gegner haben eine Bombe lokalisiert. Willst du den Level nicht eigentlich im Situation, Szenario-Modus? Naja. Ich glaube, das ist einer der ersten Level. Ich glaube, das ist sogar der erste. Dann stehe ich nicht so, dass mir das was im Rücken fallen kann, sondern einfach nur. Den Eingang hätte ich gerne zu hier eigentlich. Aber ich kann die Zusätze machen. Hat noch einer von euch da oben ein bisschen. Was um zerlegen? Na, schauen wir mal. Schauen wir, was das Mädel da hinten drauf hat. Aber die gehören, glaube ich, auch zusammen, die drei da. Naja. Das ist auch so eine Art Clan, dass man dann auch einen Clan haben. Ja, ich müsste dann jetzt mein Headset anschließen, dann könnte ich zumindest mit denen auch noch ein bisschen kommunizieren. Aber. Mann. Und sind schon am Aufräumen da unten. Ja, ich hab gerade einen abgeballert. Ja, die eine da auch gerade. Gut, dass ich sie gerade nicht höre, dann weiß ich nicht mehr. Irgendwas fliegt auf mich, fliegen hier Teile auf mich. Wir haben bis jetzt nur einen verloren. Jetzt räumen wir gerade ein bisschen auf. Na komm her. Haben wir noch irgendwo was? Zwei noch. Ich lade nach! Feuerschuss! Ich geh jetzt hier nicht weg, wo ich stehe. Ich stehe zwei. Problem, wir haben einen Scharfschützen. Also, die haben einen Scharfschützen. Gut, wir haben hier zu. Und bei dir zu. Oder an den Bomben haben wir beide Eingänge zu. Ja. Nur noch ein Gegner übrig. Hoch, was ist mit dem? Wurde er entfernt? Habe ich jetzt mal noch eine Barrikade davor? Ja, jawohl, ja. Easy. Missionserfolg für eigenen Trupp. Ja gut, es macht schon viel aus, wenn sich halt quasi zwei Teams in dem einen absprechen können. Oh, ja. Der war schön. Der war schön. Der kam nicht von meiner Seite. Sehr schön. Das war keiner erwischt, aber ist mir scheißegal. So, jetzt darf ich mal den Scharfschützen spielen. So, das heißt, die erste Runde ging an uns.
Gut, das Gute daran ist, wir haben natürlich ein Team mit dabei, wo untereinander sich kommuniziert und Deutsch und, naja gut, Deutsch ist egal, aber die unterhalten sich halt auch und somit sind drei und wir zwei, also. Ja, normalerweise würde ich sogar jetzt fast, wenn wir jetzt natürlich nur privat spielen mit den drei, würde ich sogar mit denen offen kommunizieren, aber. Wir müssen eine Bombe aufnehmen. Let's Play ist das nicht gut. Also, man könnte schon, ich müsste jetzt eigentlich quasi mein Controller, mein Headset anschließen, dann hören die mich ja. Aber das stört dann halt, wenn die reden und wir dann gleichzeitig tief was sagen wollen und so. Achtung, eure Drohne hat eine Bombe lokalisiert. Was? Jetzt schon? Alter. Echt? Ja, die sind echt gut, gerade die beiden da. Gut, die haben halt Glück, weil normalerweise suchst du auch immer ewig und so Zeug. Wir haben auch schon alle Feinde. Ja, das ist das erste Level. Gerade wurde sich verkauft. Noch 10 Sekunden. Hier rein, was ich sehen. Wo ist er denn? Entschärfer wurde zurückgeholt. Ja, naja, zumindest der, wenn einer reingeht, ist hier auch eigentlich natürlich oben rechts ist ein Gegner rein. Es ist tatsächlich genau das erste Level. So, dann werde ich mal Scharfschütze spielen. Jetzt mit Richtung Bodeneinheit. Morgen. Scheiße! Oh nein, wer war denn jetzt das? Ich. Du hast doch den Schaffer fallen gelassen. Super hast du das gemacht. Ja, ich weiß, hinter dem Fenster war nämlich ein Feind. Du Penner. Ach ja, passiert. Ja, es ist genau dahinter war ein Feind. Ich dachte, den hätte ich erwischt. Heißt auf Friendly Fire und dann sagt man gerade noch, so Idioten hast du dann immer im Team, ja, nichts schießen. Scheiße. Ja, ich bin ja genau von dich runter über die Kugel gelaufen in dem Moment noch. Ich hatte ihn gesehen beim ersten Mal durch. Ja, ich auch, ich hatte ihn auch auf Visier. Ja, und ich wollte noch seine Nähe da näher holen, weil ich damit dachte, als ich durchgeschossen, dass er hinter noch einer steht. Ich hab den da reingehen sehen da. Und ich sag mal, ich spiele jetzt Scharfschütze. Und bam hat der erste Kopfschuss gesessen. Ja, das war der zweite. Warst du der zweite? Ne. Du hast den ersten gesetzt, der ging daneben und vor dem zweiten bin ich quasi der vor die Kugel gelaufen. Da ist er. Na, Manu. Kann ich natürlich nicht. Entschärfer wurde erneut gesichert. Super, ich weiß, dass da unten in dem Raum noch einer ist. Ja, ich kann dir leider nicht helfen. Echt? Warum nicht? Weißt du nicht. Weil mich so komischer Scharfschütze abgeschossen hat einfach. Echt? Obwohl ich eigentlich einen Gegner holen wollte. Tut mir echt leid. Also wenn mir sonst nichts leid tut, aber das tut mir jetzt wirklich leid. Ja, ja. Sagen sie dann alle. So. Der Entschärfer ist nicht länger in deinem Besitz. Shit. Macht ihr Jungs? Macht keinen Blödsinn. Wir haben erst einen ausgeschalten. Ich wurde entdeckt, ja, das ist ja so typisch. Entschärfer ist jetzt gesichert. Shit. 10 Sekunden übrig.
Es bleiben noch 5 Sekunden. Ein Gegner verbleibt. Schade, einen hab ich gerade noch erwischt. Ja. Schon wieder ausgeglichen. 1-1. Ja. Dann hoffen wir mal, dass wir jetzt. Mal weiter. Kein Fan davon. Bin eigentlich kein Fan davon, mit der Schrot durch die Gegend zu laufen. Doch, ich mag die Schrot. Die ist echt super. Ja, gut. Ich kann ja nur. Muss ja wechseln. Da wird schon damit jetzt hier umgehen. Weiter schützen. Ja, ich hab die Bombe gefunden. Gut, hast du was richtig gemacht? Weg. Die Gegner haben eine Bombe lokalisiert. Verteidigung entsprechend klar. Übertragung läuft. Kann ich wieder die Batterie ansetzen, ne? Kannst du machen, oder? Ich verstärke die Wand! 10 Sekunden noch. Noch zwei hätte ich. Eine hätte ich noch. Die Gegner haben eine Bombe lokalisiert. Super, ich bin ein Zeckel. Deine Barrikade ist löchrig. Hör auf jetzt. Wieso hast du keine mehr? Tür verbarrikadiert. Hör auf jetzt. Der muss noch mal sein. Ja, gleich. Tada! Echt jetzt? Wieso geht die kaputt? Tada! Jetzt ist er fest. So, jetzt sind wir zumindest mal. Aber. Ach, das ist eine komische Wand. Da wollte ich eigentlich nicht drüber springen. Shit. Hab schon was, ne? Naja. Ah, das ist nicht gut. Wow. Ich komme nämlich bei der einen Bombe von der rechten Seite. Von der einen Bombe von der rechten von der Seite? Bombe A. Rechts durch die Tür wollen sie durch. Zumindest haben sie da durchgeschossen. Ich weiß nicht, ob sie jetzt da durchkommen wollen. Das ist auch wieder nur so. Ja, woher weiß der, wo ich stehe, ey? Das gibt's doch nicht. Scheiße. War nicht gut. Ich wurde nicht von Kameras markiert. Irgendwann haben sie eine Drohne noch unterwegs. Ich glaube, die haben nur noch. Ja, 4 haben sie noch. Jetzt hab ich die scheiß Drohne weg. Wir sind jetzt auch zu zweit. Mädel ja. Verreckt mich. Doch, die zum eigenen Trupps. Ich bin mich der Letzte. Ich verreck auch. Ich hab keine Chance gegen die alle. Die sprengt sich durch. Naja, dachte ich mir schon. Hat's. Mission gescheitert. Wo zur Hölle kam der her? Das war auch nur Glück, dass du genau da die Ecke erwischt. Na gut, die habe ich vorher entdeckt. Und dann haben sie gewusst, wo ich stehe. Und dann sind sie da durch. So, dann machen wir nochmal meinen Scharfschütze. Das hat ganz gut funktioniert. Außer mein Kollege springt vor meine Linse. Warum drückst du auch einfach ab, wenn ich davor stehe? Toll, ich habe einen Gegner auf Visier gehabt und hab dann abgedrückt. Und in dem Augenblick bist du von meiner Linse gesprungen. Niemals. Natürlich. Eiskalt. So ein richtig schöner Heady, ey. Ja. Wir müssen eine Bombe genau aufspüren. Wegen dir habe ich minus 100 Punkte bekommen. Zu Recht.
Ach so, ja. Den Dingern kannst du sogar springen. Ja klar, mit dem den Schuss muss ich nochmal raussuchen und muss ihn dann extra in Slow-Mo nochmal zeigen. Ja, mach du mal. Kannst ja die Gruppe dann posten. Still ja, genau. Oh ja. Bam! So, wäre doch schöner gewesen, wenn es der erste gewesen wäre. Soll ich jetzt verhindern. Also gleich mit dem gleichen Level wieder. 10 Sekunden bis zum Einsatz. Okay, diesmal sind sie nicht so blöd, dann stehen sie wahrscheinlich wieder links. Bis zum Einsatz. Oder oben. Geh weg! Was? Nimmst du. Der Schärfer wurde erneut gesichert. Ja. Rück zur Bombe vor und entschärft sie. So, dann stelle ich mich wieder da oben hin. Ja, ich gehe mal wieder rein. Ach ne, diesmal ist es immer woanders. Schade, okay. Na gut, ich. Jetzt. Oh, ich könnte ja schön von oben wegschießen. Ich stehe nämlich ganz oben drauf. Warte, jetzt aber nicht, Tommy. Echt? Versuchst mich wegzuschießen? Ja. Oh, ich stelle Dixie Klos. Ich komme auf Klo. Geht. Ich probiere jetzt mal gucken, wer steht so. Ganz oben oder nicht ganz oben? Ich versuche mal durchzugehen, von oben. War ein Hepp. Lass mal weiter durchkommen. Schockdrohne eingesetzt. Shit. Fuck, fuck. Was zur Hölle? Tja. Haben wir denn noch aber von denen? Komplette Team, ne? Ja, klar. Gefällt mir nicht. Ja. Scheiße, ich war zu langsam. Ich hab mich nur angeschossen, nicht erwischt. Ich bin mich oben im dritten Stock rein und bin dann langsam nach unten gegangen. Aber oben war noch einer. Magazinwechsel! Ich hab leider nur angeschossen, nicht genau. Jetzt sind die drei da noch allein unter sich. Zwei. Stimmt. Schön. Ja, ich sehe es nur leider nicht. Wieso? Ja, einer vom eigenen Trupp verbleibt. Du kannst doch dir angucken, wo die langlaufen. Ja, ich sehe aber nur, wo die Drohnen stehen. Nein, switch doch einmal nach unten mit deinem Steuerkreuz. Na gut zu wissen. Ich habe nur die Drohnen die ganze Zeit. Du kannst doch die Person auch alle angucken. Ja, gut, schon geht's. So mal ist immer wieder. Ja, den Weg bin ich nämlich gegangen. Auf deiner Seite oben. Muss bloß einer die Augen von ihr sein, aber wir haben bloß noch zwei Kameras. Ja, die probiert es natürlich in den Snipern. Genau, da war einer, ja. Ja, ja. Aber jetzt werden die jetzt selber gesagt bekommen von ihren Leuten. Boah, nice one. Sehr schön, ja. Sehr geiler Schuss. Aber drei Stück in 6 Sekunden. Es bleiben noch 5 Sekunden. Ist nicht machbar. Nee, hat sie nicht. Schade. Zeit abgelaufen. Schade. Shit. Das war ja nicht. So ist das. Ich denke, wir machen ja auch einen Cut, oder? Ja, auf jeden Fall. Was sind wir denn? Lässt doch etwas die Konzentration nach. Ja.
Gut, dann ab mal zurück zum Menü. Das war eine interessante Runde, aber krieg ich noch ein Level ab? Ne, krieg ich nicht hin, ne? Nein. Nee, nee. Ich bin noch 600 Erfahrungspunkte. Dann habe ich zumindest mal wieder ein Level. Nee, so! Irgendwie war es gerade nicht. War nicht so unser Tag. So ist es. Aber mal gucken. Wie gesagt, wir werden mal öfters spielen und auch noch ein paar Charakter freischalten, weil es fehlen uns ja auf jeden Fall noch ein paar und gelegentlich wird wahrscheinlich dann der Dani auch mit dabei sein und dann werden wir einfach mal schauen, wie es weiter so geht. Ja. In der Hinsicht wünsche ich euch noch was. Von meiner Seite aus, wir singen. Bis dann, auf Wiedersehen.